Der Badische Architekturpreis 2019. Und Hans Grohe präsentieren Ihnen die Nominierten in der Kategorie Öffentliche Gebäude. Stadtmuseum Tonofenfabrik Lahr. Die historische Tonofenfabrik in Lahr wurde 1896 entworfen. Über Jahre wurden hier Kachelöfen produziert, seit 2018 aber dient das denkmalgeschützte Gebäude als Stadtmuseum. Nach Plänen von Hennecken Peng Architects wurde das über einen L-förmigen Grundriss entwickelte Bestandsgebäude durch einen Anbau ergänzt. Die neue Erschließung über Eck nimmt einen besonderen Stellenwert ein. Besucher genießen durch die Raumgestaltung eine intuitive Führung durch die Ausstellung. Fassadenöffnungen, Anbau und Schornstein sorgen für eine starke Präsenz im Stadtgefüge. Glasflächen erlauben Einblicke in das Erdgeschoss des Museums mit Dauerausstellung, Shop und Café. Wohndorf für das United World College Freiburg. Neben dem ehemaligen Kartäuserkloster ergänzt das Wohndorf nach Plänen von Peter Kulke Architektur das Ensemble des ersten deutschen United World College. 8 große und 4 kleine würfelförmige Häuser wurden so zueinander verdreht, als seien sie in den Hang hineingesteckt. Verbunden durch das aus Sichtbeton ausgeführte Wegenetz bilden die Kuben eine lockere Dorfgemeinschaft. Die Grundrisse sind äußerst schlicht und funktional gehalten. Tief eingeschnittene Fenster in unterschiedlicher Größe und Dimension strukturieren die Außenfassaden. Die Dächer sind begrünt, überwiegend mit Photovoltaik ausgestattet und bilden, von breiten Zinkabdeckungen gerahmt, die 5. Fassade. Kita im Bürgerpark Lahr. Im neuen Bürgerpark in Lahr wurde nach den Plänen von Search-Architekten eine Kindertagesstätte realisiert. Ziel war der Bau eines innovativen Gebäudes, das durch Architektur, Funktionalität, Wirtschaftlichkeit sowie Energieeffizienz beispielhaft ist und somit eine zeitgemäße Antwort zum nachhaltigen Bauen gibt. Zentraler Entwurfsgedanke ist ein eingeschossiges Flächenlayout. Gebäudeeinschnitte in Form von Atrien dienen der Belichtung. Galerieförmige Überdachungen sorgen für einen subtilen Übergang zwischen öffentlichem Raum und Innenbereich. Die begrünten Bogensegmentdächer unterstreichen den strukturellen Charakter des Gebäudes und lassen eine Markthalle oder ein Gewächshaus assoziieren.